Herzlich willkommen zu Descent aus dem Jahre 94, 95. Mal wieder. Nach über 3 Monaten oder so. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, nur etwa. Die YouTube-Angaben sind ja auch nicht allzu exakt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, hier war das. Ich habe die Musik gewechselt und wenn sie falsch ist, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Aber sie müsste eigentlich stimmen. 7-1. Ja, ich wusste es. Ich habe mir das letzte Video ganz kurz nochmal angeguckt am Ende und das hat genauso begonnen. Also muss es das sein. Wie lädt man nochmal? Scheiße. Alt F3. Ach, das wird herrlich, das wird so herrlich, das wird so herrlich, das wird so herrlich. Ich erinnere mich wieder daran, denn das ist nicht Quake. Das ist 3-4 Nummern härter. Ich gucke mir erstmal das Level an. Ah ja, da kam ich her. Ich starte direkt und werde direkt bedrängt. Die sind schon direkt vor mir. Was zum Yellow Access? Ach, das fängt ja echt gut an. War es dieses Level? Auf jeden Fall wurde ich gewarnt vor folgenden Level, weil die halt schwer werden. Ist ja auch irgendwie logisch. Je später im Spiel, desto schwieriger wird es. Da haben wir eine blaue Tür. Und da haben wir noch 2 Türen. Hier brauche ich schon wieder was. Was brauchen wir denn da oben? Ne, brauche ich gar nicht. Da komme ich durch. Hier ist der gelbe Dings. Ach nee, die mag ich nicht, diese. Die muss natürlich auch wieder eingeführt werden. Ich glaube, im letzten Level hat sie gar nicht gegeben, aber meine Erinnerungen mögen mich da trügen, denn das ist schon ewig her. Boah, coole Standardwaffen, yay. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt richtig anfangen. Obwohl ich noch keine Lust habe. Eigentlich könnte ich auf Trainee weiterspielen. Aber nein, nein. Aber ich könnte ein bisschen trainieren. Moment, Moment. Bisschen trainieren, denn ich habe gerade gar keinen Schimmer mehr, wie das Ganze funktioniert. So, wo bin ich denn hier? Ja, jetzt ist die Musik nicht zum Level passend. Puh, ich habe einen Red Key. Red Key, ja, genau. Hey, da schießt jemand. Da schießt jemand. Der da schießt. Ey, irgendwie war der sau schwach und hat mich nicht getroffen, oder? Ach, weil ich Kloake habe. Da ist der Dingens. Ah ja, die Erinnerungen kommen so ein bisschen hoch. Muss mal gucken, ob ich die Steuerung noch ein bisschen drauf habe. So lange nicht mehr gespielt. Das wird ein langes Video, glaube ich. Allein aus dem Grund halt, weil der Anfang hier jetzt erstmal nur reinkommen ist. Und ich will jetzt nicht 1000 Videos für ein Level wieder brauchen. Man bedenke, das hier ist erst das 7. Level und Video Nummer 24. Also das 7. Level kommt gleich. Das hier ist erst das 6. Es gibt auch geheime Level, wie ich erfahren habe. Die werde ich, die werde ich auch spielen. Meinetwegen. Und wenn ich dann das alles zusammenrechne, komme ich auf 30 Level. Das heißt, ich habe noch nicht mal ein Drittel geschafft und habe schon fast 30 Videos. Das ergibt insgesamt 100 Videos für das ganze Spiel, wenn ich das in dem Sinne weitermache. Das ist ein langes Projekt. Ich hatte schon 5 Videoprojekte. Das ist ein bisschen kleiner Unterschied. Ach, ist das herrlich. Jui. So macht es viel mehr Spaß, wenn gar keine Gegner da sind. Warum kann es nicht solche Level geben? Wo man einfach mal ein bisschen Labyrinth hat und da durchfinden muss. So, jetzt bin ich, glaube ich, unbewusst richtig geflogen. Boah, habe ich viel verloren. Ist ja lächerlich. Da ist er. Ah ja, der hatte so Homings, die einen verfolgt haben. Deswegen heißt er Homings, die kommen immer nach Hause. Zu Papa. Boah, ich zitter voll mit der Maus. Das ist alles noch sehr ungewohnt. Ich habe jetzt so viel Quake gespielt, damit es endlich vorbei ist. Und jetzt ist es vorbei und jetzt geht's hier weiter. Ja. Und Schuld hat ein italienischer Klempner. Nun gut, wollen wir... Nein, das nicht. Wir wollen 7-1. Yes. Jetzt muss ich erstmal ausweichen. Schöner Start ist es immer. Oh, von da oben kommt auch noch einer. Na klar. War überhaupt nicht unfair. So, erstmal will ich hier... Oh, da ist gar kein Gegner. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe.
bin ich eigentlich getroffen worden. Unten links ist Shield. Jetzt gucke ich gleich mal nach. Moment. Ich wollte es ein bisschen ordentlicher machen, habe ich vor 3 Monaten oder so gesagt. Und das habe ich nicht vergessen. Also ich habe nachgeguckt, weil ich es ja aufnehme, kann ich das ja. Das ist sehr schön. Und ist kein Cheaten und so. 84 Shield. 100. Okay. Wieso habe ich 100? Okay, weil ich das Level neu begonnen habe. Es ist dumm, wenn ich gleich so anfange, und noch dümmer ist, dass ich nur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Speicherstände habe. Warum nicht 100? Na gut. Es muss so klappen. Es muss, also bisher hat es immer geklappt. Und hier, ich wollte schon fast zweimal Escape drücken über Quake, weil ich den Bug gewohnt bin. Um den so auszugleichen, muss man zweimal Escape drücken. Das muss ich hier nicht, das ist schon mal ein Vorteil. Also es kann nur toll werden, dieses Spiel. Also hier kam ich nicht durch. Denn, boah, wie ich zitter, das liegt aber an der Maus, ne? Nicht an meiner Hand. Die Maus ist schuld, die ist kaputt, ich hole eine neue, ich hole mir eine Logitech-Maus. Oder von Microsoft. Oder irgend so eine schöne Medusa-Maus, ne? Gleich zu Beginn die zwei Türen. Warum nicht auch die rote? Was hatte dieser blaue Ball zu bedeuten da hinten? Waren das die Gefangenen? Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine. Nein. Gehen wir hier hoch. Da ist bestimmt kein Gegner. Ey, wieso ist er nicht gestorben? Ja, das ist jetzt wieder so ein Ding. Hier habe ich aber, glaube ich, nicht so viel Munitionsmangel bei Quake immer gehabt. Auch irgendwann, ja klar. Aber nicht so viel. Alt F1 war schnell speichern, da muss ich erst ins Menü gehen. Ich komme schon rein, auch ohne irgendwie nachzugucken. Sterben, sterben. Und mir nicht so viel Energie abnehmen. Schnell speichern ist schön. Und jetzt habe ich wieder schön viel Health. War keine schöne Begrüßung im Level, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, weil es nur zwei gelbe waren. Klasse 1 Drohnen, um es genau zu sagen. Das ist ein klein bisschen gefährlicher. Möchte man meinen, weil er blau ist. Aber er braucht auch nur 2 Schüsse und dann ist er tot. So. Schildbooster zu 90 hat mir 6 Punkte gebracht, das ist arschwenig. Warum spiele ich noch gleich auf Insane? Weil es einfach auswählbar war, nicht weil Quake alles versteckt. Schwierigkeit finden erst? Nee, nicht mit mir. Da wollte ich überhaupt nicht hin, was gehe ich denn? Blub, blub, blub. Gib mir das, Mann. Gib's dir trotzdem. Egal. Okay, ich wollte erstmal gucken, was dieses blaue Dingens ist. Weil ich es wieder vergessen habe. Zum Glück haben die keine zielsuchende Munition. Denn vor denen habe ich nur Angst, vor den anderen habe ich auch keine Angst. Da brauchen wir ja nur die richtige Taktik. Was ist das für ein Ding? Aber gegen diese Hulks mit ihren zielsuchenden Raketen, da hilft die beste Taktik nicht. Da braucht man aber nur Glück und ein... 2 schnelle Finger, die ganz schnell neu laden können. Und irgendwann klappt es dann. Also das ist meine Taktik. Also die Taktik, die keine Taktik ist, denn es ist ja Glück, ne? Und genau das ergibt keinen Sinn. Aber es ist halt so. Klingt komisch, ist aber so. Das sagt schon der gute Peter immer. Oder hat gesagt, jetzt ist er nur noch Rentner. Ist er Rentner? Sehr traurig jedenfalls, weil das neue Format, falls es noch existiert, beschissen war. Mit dem neuen Typi, der das alte Format fortführen wollte mit eigenen, Dingens, ne? Aber es ist scheiße geworden. So. Der schießt, aber die Braunen waren nicht so schlimm, wenn ich das in Erinnerung habe, denn die haben nur diese, wie heißen sie? Spatfire, Vulkan, Laser... Plasma. Plasma? Fusion? Was kommt da alles noch? Concussion, das wollte ich sagen. Ich nehme jetzt aber Homings. Denn gegen die lohnt sich das, glaube ich. Aber nicht, wenn er mich sieht. Ich erinnere mich, da war ja sowas mit
sau krass über geile, intelligente Intelligenz und künstliche. So. Krieg ich den so? Nicht, wenn die Wand im Weg ist. Ich warte immer noch auf Munition, die durch Wände geht. Ich glaube, da gab es in Destiny 2 was, aber habe ich auch noch nie gespielt. Das werde ich also nie herausfinden, es sei denn, ich Let's Play es. Und das werde ich nur, wenn ich diesen ersten Teil vielleicht irgendwann schaffe. Das ist aber sehr fraglich. Aber irgendwie muss man ja auch die 2000er Videomarke erreichen. Die 1000er ist kein Problem, die habe ich fast. So. Klappt auch nicht. Aber macht's immer so eine blöde Kurve. Soll erstmal gerade gehen und dann 45 Grad eindrehen und dann hat das. Geht doch ganz leicht, hat er doch in Mathe gelernt. Ach, das hat er mich gesehen. Wie viel braucht er denn? Ach, ich kann es nicht mehr ausprobieren, weil ich so schnell kaputt bin. Ich habe überhaupt keine Energie, also Verteidigungsenergie. So. Aha. Oh, voll in die Fresse. Hätte ich aber auch nicht ausweichen können. Sag ich jetzt einfach mal. Ich mach's mir natürlich wieder schwer, beziehungsweise einfach, aber es soll ja nicht zu schnell gehen. Ist er tot? Danke, zwei hat er gebraucht. Und ich denke, an den Concussions kann man auch immer sehr verschwenderisch umgehen, denn die liegen ja überall rum. Und die Homings sind das einzig Wertvolle, was man eventuell mal vermissen könnte. So. Immer schön langsam, wir wollen nichts überstürzen, wir wollen das schön genießen. Hört mal auf die Musik, die ist nämlich total schön. Denn die hat so einen coolen Beat und so einen Bass und noch so eine Melodie. Also echt sowas total Originales. Originelles. Und dann haben wir hier noch schöne Wände mit komischen Abbildungen drauf. Vielleicht ist die Wand auch einfach nur verbrannt. Und vielleicht interessiert uns das gar nicht, denn wir wollen jetzt ein paar Gegner rösten. Egal. Egal. Hahaha, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich überhaupt nicht. Nö. Du Schwächling, du lächerlicher Schwächling. Was denkst du eigentlich, was du hier suchst? Du bist hier in Level 7. Du gehörst hier nicht hin. Schäm dich mal in Grund und Boden. Hier sind nur die Profis eingeladen. Keine Schwächlinge wie du. Das war dumm. Ach, das ist gar kein Gegner, das ist eine Tür. Das hätte ich auch wissen können mit meiner großen Erfahrung, die ich inzwischen angehäuft habe. Aber sieht echt so wie ein gelber aus, aber das ist nur so ein Farbteil von der Wand, das auf die Tür übersprungen ist, was wieder ein Fehler vom Spiel ist. Also ich kann nichts dafür. Ich bin total unschuldig. Das ist genau dasselbe hier. Na komm, da ist bestimmt noch ein Gegner. Ich mache wieder meine altbewährte Taktik aus dem ersten Level. Ah ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass die da sind. Der will nicht sterben. Ja, ich zitter noch ziemlich rum. Die Maus ist überempfindlich, oder? Habe ich so einen Eindruck? Ne, das ist das Spiel ist schuld. Ey, das war ein extra Leben. Das ist natürlich cool. Stirbt doch. Ey, der versteckt sich da, dieser Lursch. Das lief jetzt nicht gut. 77 von 90. Inakzeptabel. Inakzeptabel. Wie du. Hat mich erwischt, dieser Drecksack. Du dreckige Shift. Du dreckiges Capslock. Kann ich Bomben auf die werfen? Nein, das ist kein Zelda. So. Wieso bin ich so schlecht im Treffen? Warum schießt er nicht einfach dahin, wo der Gegner ist? So, ich glaube, das war gar nicht so mal so, gar nicht mal so schlecht. Mal so mal. Hat er mich erwischt? Hat er mich erwischt und denkt, er wäre cool. Nur weil er nicht neu laden kann, ich es aber kann. Oh, voll gegen die Wand, die böse, böse Wand. Ist genauso beschissen gelaufen wie beim ersten, wa? Von der Anzahl meiner Lebenspunkte her betrachtet. Ey, du bist nicht intelligent, du bist ein blödes
Produkt von Programmierern. Was denkst du dir eigentlich? Auf jeden Fall ist da Energie und Health. Also was will ich mehr? Ich könnte es einfach schnappen und wieder abhauen, aber ich weiß genau, ich werde diesen Gang hier irgendwann nochmal betreten müssen. Und dann bin ich froh, wenn er weg ist. Ich glaub's einfach nicht. Soll ich eine Rakete hinschicken? Das geht nicht. Die geht da nicht durch, glaube ich. Ich will ständig Escape drücken, weil ich denke, wäre so ein Bug. Ich habe zu viel Quake gespielt. Aber ich habe jetzt genug Zeit, mich da wieder runterzukommen. So. Er ist immer noch nicht tot. Das machen die sonst nie. Nur der macht es, sich so zu verstecken. 90. Mann. So. Mann. Regt mich auf, dieser Roboter. Oh, was haben wir denn da? Ich hab gewusst, da muss ich nochmal hin. Energie. Extra Leben. Wie viel Leben habe ich denn? 16. Wow, das könnte eng werden. Wieso habe ich 16 Leben? Hat man nicht mit 5 oder so angefangen? Aber wenn man halt zwischenspeichern kann, dann... Man will ja seine Ausrüstung nicht verlieren, also kann es nur ganz selten mal passieren, dass man ein Leben opfern muss. Wenn zum Beispiel die Gegner so in Überzahl sind, dass man sich mal reinschmeißen muss. Ein paar mitnehmen muss in den Tod, dann hat man mit Standardausrüstung beim nächsten Mal vielleicht bessere Chancen gegen weniger Gegner. Denn die regenerieren, also die erneuern sich ja nicht. Gegner, der weg ist, ist weg. Gib her! Haben wir hier nicht irgendwo ein Secret? Secret? Vielleicht eine Decke? Man sieht es auch so schön. Da musst du gar nicht spielen, die Musik reicht auch schon völlig. So, na gut. Machen wir doch ein bisschen was. Aber geht's hier echt nicht? Nee. Komm. Soll irgendwie anders hinkommen. Ah, jetzt weiß ich, was dieser blaue Punkt zu bedeuten hat. Nämlich den blauen Schlüssel an sich. Aber hier die auf direkten Wege kommen wir dann nicht hin. Um den blauen Schlüssel zu erreichen, brauchen wir den blauen Schlüssel. Das ergibt Sinn. Oder wir versuchen es anders. Anders da. Also hier fühle ich mich eigentlich wohl. Hier würde ich gar nicht weg wollen. Aber wir müssen. Wir müssen, sonst wäre das kein Let's Play. Es wäre ein Let's Stand. Und listen to music. Listen this music. Ist er tot? Der kann ja nicht schießen. Das ist sein Verhängnis. Aber er kann ausweichen. Der kann einfach so ausweichen. Dieser Drecksack. So. Sehr schwacher Gegner. Aber sehr angsteinflößend, wenn er ganz nah da ist. Ansonsten war dieser Raum hier völlig für die Katz. Mach auf, ich sehe genau, du bist ein Geheimnis. Geheimnis. Das ist keine verwaschene Grafik, nein. Daran ist das Encoding-Verfahren schuld. So. Vielleicht auch nicht. So. Was soll dieser scheiß Raum hier? Ach, das ist nur so ein Vorbote. Jetzt kommt nämlich die Hölle auf Erden. Ich bin ja auf Merkur, war das nicht so? Merkurikor, also... Sehr heiß. Denn wir wissen alle, der Merkur... ist nur 10 Kilometer von der Erde entfernt. Von der Sonne. Und da haben wir auch schon ein bisschen Hitze. Die Frage ist jetzt... Gibt es hier Gegner? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, so heiß hier. Wer will denn da bitte schön Wache schieben? Beim Schlüssel oder was da nicht ist. Da ist bestimmt ein kleiner Hulk. Fließende Lava. Miam, miam, miam.
Ah, wenn das mal, also wenn das kein Secret ist, dann höre ich auf, dann beende ich die Aufnahme. Echt mal jetzt. Ich meine, das sehe ich nicht ein. Das muss ein Secret sein. Hier irgendwo. Muss ja kein Secret sein, aber die Tür muss halt aufgehen. Ich glaub's nicht. Es macht nichts auf. Okay, dann war's das jetzt. Ich mach Schluss. Nee, mach ich nicht. Ich halte wieder meine Versprechen nicht, aber ich hab's ja nicht versprochen. Ich hab's nur gesagt. Und was ein Let's Player sagt, davon eh nie ernst nehmen, weil der eigentlich nur Bullshit labert, es sei denn, er nimmt die Sache ernst. Und dann ist er aber geil. Hm. Hier rein. Sieht fast so aus, als würde die Lava nach oben fließen. Irgendwie ganz schöner Effekt für DOS-Effekte. DOS-Zeiten. Aber das ist schlecht designt. Nein, so kann das nicht aussehen. So kann das nicht aussehen. Nein, wie die Lava hier reinfließt. Das ist oh, fuck. Da hat jemand geschossen. Oder war das nur eine Mücke? Wahrscheinlich beides. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Sie versucht, um mich herumzuschwirren. Mit... Ach, ja gut. Dann haben wir schon eine Hummel. Da haben wir schon eine Hummel. Gut. Kann man das ein bisschen anders erledigen? Vielleicht ohne Feindkontakt. Das wäre dann mal was. Nix da. Tod, Drecksack. Ich hab's gerade aber mit den Beleidigungen. Die tun doch auch nicht ihren Job. Doch. Ich brauch Homings. Der hat sich da so versteckt. Guckt ihr euch mal seine Augen an. Der ist voll, voller Tollwut. Egal. Irgendwie hat er sich da so versteckt, dass ich ihn da nicht treffen konnte. Ich muss weiter noch da schießen, glaube ich. Das kann ich besser. Ich meine, ich weiß nicht, warum er so dumm stehen geblieben ist. Ich glaube, ich bereue es jetzt, dass ich geladen habe. Aber ich will diese eine Homing schon noch behalten. Ich muss auch nicht immer Homings dafür verwenden eigentlich. Das sind doch nur kleine Hulks. Und nicht mal rote.